Wie viel unterrichtet ihr eigentlich frontal? Habt ihr das schon mal mitgeschrieben? Solltet ihr machen. Nach diesem Video wisst ihr warum. Ja, ist gar nicht so einfach mit uns Lehrkräften. Wir wollen immer alles unter Kontrolle haben. Denken, wir müssen immer irgendwie aktiv sein, alles beeinflussen, alles bestimmen. Wir reden und reden, und obwohl das doch eigentlich ein Sprachkurs ist. Also es hilft wirklich da, immer mal wieder zu überprüfen und mitzuschreiben, wie hoch ist denn unser eigener Sprechanteil und wie oft unterrichten wir frontal. Also das ist sicherlich natürlich anders auf A1 als auf B2, aber trotzdem, glaube ich, gibt es da ganz viel Einsparmöglichkeiten. Es ist jetzt gar nicht so, dass das frontale Unterrichten irgendein Problem darstellt. Also bei Befragungen von Schülern kam heraus, dass sie damit eigentlich wenig Probleme haben, dass es viel wichtiger ist, wie die Lehrerpersönlichkeit ist. Das ist für sie das entscheidende Kriterium. Aber es gibt einen Punkt, wo das frontale Unterrichten echt ungünstig ist, und zwar bei der Binnendifferenzierung. Und die ist ja doch oft ein großes Thema im Unterricht. Ich bin dann als Lehrkraft gebunden. Ich habe keine Chance. Alle Augen sind auf mich gerichtet, auch wenn ich pople oder sowas. Also müssen alle quasi im Gleichschritt mit mir mit. Und nur wenn ich aus dieser Situation rauskomme, kann ich eigentlich individuell auch arbeiten und Hilfestellung geben. Und das einzige oder das einfachste Mittel eigentlich, nicht das einzige, ist natürlich eine andere Sozialform zu wählen, also Einzelpartner oder Gruppenarbeiten. Ich kann auch versuchen, natürlich das autonome Lernen mehr in den Unterricht zu bringen und da Methoden zu wählen, die mir mehr Freiraum ermöglichen. Also das geht jetzt nicht darum, dass ich dann gemütlich mit meiner Kollegin Kaffee trinken gehe, sondern dass ich auch wieder unterstützend tätig sein kann. Es gibt ganz viele Videos, die du dir anschauen kannst, wo die Methoden besprochen werden, wie ich in Lernwerkstatt arbeite, in Expertengruppen oder mit einem Wochenplan, und die dir dann helfen, auch autonom zu lernen. Versuche einfach viele Phasen abzuwechseln. Das Gehirn will das sogar schon alle 5 Minuten. Das ist jetzt im Unterricht ein bisschen schwer umzusetzen und schafft auch totale Unruhe. Aber wenn du frontal arbeitest, ist es gut im Hinterkopf zu behalten, dass du nicht länger als 7 bis 8 Minuten das machen solltest und dann die Phase wechseln solltest. Probier es aus. Hallo, sind Sie neu hier? Schön, dass Sie da sind. Kurze Anleitung, wie das hier mit YouTube funktioniert. Dieser Button hier ist zum Abonnieren, wenn Sie sich für andere Didaktikvideos interessieren. Und die zwei hier können Sie sofort anklicken und weiterschauen. Und da, wo eigentlich meine Füße sind, da können Sie was in die Kommentare schreiben oder die Glocke drücken, dann kommt immer alles direkt zu Ihnen nach Hause.